Jungfrau, herzlich willkommen zum ersten Teil deiner Ich- und Du-Legung. Beachte immer auch die Legungen zu deinem Mond-, Venus- und Aszendenzeichen. Erst dadurch hast du einen vollständigen Blick auf eure Situation. Okay? Also schauen wir mal. Für Jungfrau bitte Ich und Du. Ich und Du. Ich und du, da zieht sich was in die Länge. Ja, da zieht sich was in die Länge. Falls du irgendetwas Komisches hören solltest, das ist mein Hund, der schläft hier hinter mir. Heute wurde geputzt und er hat irgendwie den Eindruck, dass er geputzt hätte. Also er verhält sich, als ob er geputzt hätte. Der schläft hier, links hinter mir. Okay, komische Geräusche kommen alle von ihm. Okay, so, schauen wir mal. Jungfrau? Vergebung. Oh, hat jetzt verlässt er, glaube ich, den Raum. Nee, ist gut. Vergebung. Ja, Vergebung. Es ist halt, gell, Vergebung. Also, was auch immer hier ansteht, Jungfrau. Schau mal hier, da ist einerseits diese Zentrierung und dann die Verbindung nach oben. Zentrierung und höher. Zentrierung und Erleuchtung. Du vergibst. Du vergibst und die Sache ist die, dieses Mal ist es nicht so, dass du diesem Menschen vergibst und dann eben 100% wieder vertraust, so wie vorher. Dieses Mal vertraust du dir selbst. Und das ist eigentlich schon die richtige Form von Vertrauen. Du kannst nicht jemandem 100% vertrauen. Das wäre ja, wie wenn du sagst, okay, heute hast du das gesagt und in 5 Jahren muss das auch gelten. Könntest du, Jungfrau, könntest du mir versprechen, dass du in 5 Jahren immer noch hier meine Kartenlegungen ansiehst? Sprich nichts dagegen, oder? Aber du kannst es mir trotzdem nicht versprechen. Könntest du dir selbst versprechen, dass du in 5 Jahren immer noch die gleichen Überzeugungen haben wirst wie heute? Die gleichen Pläne? Nein, Pläne dürfen nicht geändert werden, Jungfrau. Oh, ich vertraue dir. Es geht eben nicht. Man kann nicht jemand anderem vertrauen. Okay? Vertrauen funktioniert am besten, indem man sich selbst vertraut. Ich vertraue mir selbst. Ich sehe die roten Flaggen, wenn es sein muss. Ich sehe die Gefahr, wenn es sein muss. Wenn da irgendetwas schief läuft, dann sehe ich das. Ich vertraue darauf, dass ich das sehen werde. Und wenn es dann aber schief gehen wird, wenn ich belogen, betrogen, hintergangen werde, vertraue ich auf die Kraft in mir. Ich vertraue darauf, dass ich aufstehen werde. Ich vertraue darauf, dass ich mich in diesem Moment aufrappen werde, vorwärts schauen werde, vorwärts machen werde, mein Leben weiterleben werde. Oder das ist dieses Vertrauen. Und weißt du, wenn du das hast, ja mein Gott, da kann jeder kommen. Da ist es völlig irrelevant, ob du jemandem vertraust oder nicht, weil du vertraust dir selbst. Ja? Nein, eben nicht, dann kommen eben keine Arschlöcher, weil du vertraust ja drauf, dass du die roten Flaggen sehen wirst. Ja? Und entsprechend handeln wirst. Ich vertraue mir selbst. Ja, schick mir jeden, den du willst. Ich vertraue mir selbst. Wie viele Leute kennst du, die die roten Flaggen, ja, die Fahnen sehen, kommentieren, aber trotzdem das Ganze nicht beenden? Voilà, so bist du nicht. Gell, Jungfer? So bist du nicht. Du vertraust auf dich selbst. Du vertraust darauf, dass du hier dich sofort retten kannst, dich sofort in den sauberen Bereich, die saubere Zone bringen kannst, sobald du siehst, dass da etwas nicht stimmt. Deswegen die Vergebung. Okay. So, jetzt verlässt er den Raum. Mein Hund, jetzt verlässt er den Raum. Der steht nicht auf Tarot. Na, so, schauen wir mal. Für Jungfrau und das Gegenüber bitte. So, Deli. Jungfrau und das Gegenüber. Ich und du. Zack. 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 So, Jungfrau. Ass der Schwerter. Ich vergebe dir, ist gut, wir machen Schnitt, wir machen Ende aus, okay, gut. Ja. Neustart, sauberer Start. Ende aus, sage ich, weil vor Ass der Schwerter kommt 10 der Schwerter. Das ist das Ende aus, okay, ich mache jetzt mir nicht weiter Gedanken, okay, ich werde jetzt hier nicht weitere Fragen stellen.
Ass der Schwerter, lass uns von vorne beginnen, ja, lass uns hier vorwärts machen, lass uns hier einfach es nochmals probieren. Dieses Mal einfach mit aktiviertem Kronenchakra, gell? Dass das hier, dieses höhere, das höhere Wissen darüber, dass du vergeben kannst. Weil du mittlerweile auf dich selbst vertraust, ja, dir selbst vertraust. Ass der Kelche, ja, Jungfrau, ich liebe dich. Ja. Also da ist sehr viel Respekt, sehr viel Ehrfurcht seitens gegenüber in deine Richtung. Ich sehe auch diesen Menschen darüber reden, wie viel Größe du beweist, ja, und wie spirituell erwachsen du bist. Also hat hier sehr viel Ehrfurcht darüber, dass du hier diesen Schnitt machen kannst und diesem Menschen vergeben kannst. Okay. Ich schaue bei diesen Ich und Du, also ich bin Kartenlegerin. Als Kartenlegerin schaue ich in die Zukunft. Das heißt, wenn das hier noch nicht der Fall ist, dann kommt das. Das ist immer herrlich, wenn ich Zukunftslegungen mache und dann heißt es, oder das ist aber gar nicht so momentan, ja, aber ich schaue die Zukunft an. Ja. Am besten bei den Jahreslegungen, ja, da heißt es dann. Ist gar nicht so. Ne? Ich sehe das, das ist momentan bei mir, ist da gar nichts. Dieser Mensch hat gar keinen Respekt vor mir. Es kommt noch. Der Stern hier, voilà, siehst du das? Ich selbst bin ganz, ich selbst bin heil, ich bin mittlerweile emotional so sehr bei mir, emotional so unabhängig. Ich gebe diesem Menschen eine Chance. Dieser Mensch kann es hier in die Höhen treiben oder kann es gegen die Wand knallen lassen. Mich wird das nicht berühren. Mich wird das nicht berühren, sagst du. Mit der Sternkarte muss ich sagen, Jungfrau, gibst du diesem Menschen dieses Mal auf einer anderen emotionalen Ebene eine Chance. Früher war es dieses und das muss dann klappen. Dieses Mal ist es ein Tack, das soll jetzt klappen und wenn nicht, dann fällst du runter. Ich bleibe aufrecht. So. Ist etwas, das man sogar bei Kindern machen muss, gell? Bei den eigenen Kindern. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man die Menschen von ihrer Selbstverantwortung abholt und nicht sich mit runterziehen lässt da, sondern da, weg damit oder weg mit dir. Du hast das so entschieden. Du musst die Konsequenzen erleben. Ach, der Kelche hier, für dein Gegenüber gibt es nur noch dich. Für dein Gegenüber gibt es nur noch dich, Jungfrau. Also gerade jetzt, nachdem er sie sieht, wie weise, wie edel, wie spirituell du hier mit den Fehlern seinerseits, ihrerseits umgehst, bist du für diesen Menschen mittlerweile auf einem Podest und bist unvergleichlich. Also dieser Mensch sagt, ich könnte da zig weitere Menschen da draußen antreffen, mit ihnen lachen und tun und machen, aber am Ende des Tages ist einzig Jungfrau in der Lage, eine solche Größe zu zeigen. Was kommt hier als nächstes auf euch beide zu? Vier der Stäbe, eine Nachricht, die dich sehr freuen wird. Hier kommt ein Happy End. Da wird es schon bald was zu feiern haben. Es kommt hier eine Nachricht von deinem Gegenüber. Der Frieden wird hier wieder geschlossen und ich werde jetzt auch schauen, wie genau dieser Frieden geschlossen wird, wann genau diese tollen News hier auf dich zukommen werden. Ich werde hier mit diesen Karten, Jungfrau, schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und dann mit Hilfe von diesen Zeitkarten werde ich dir sagen, wann diese gute News hier kommen wird, an welchem Datum genau das sein wird. Den Link zur Fortsetzung findest du einerseits hier im Bild, links unten im Bild, andererseits in der Infobox und auch in den Kommentaren von diesem Video im obersten Beitrag. Falls dir mein Stil gefällt, Jungfrau, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.